Den Kollegen, der Geräuschpegel hier ist zu hoch. Das Wort hat der Kollege Hagen von der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! SPD und Grüne beantragen heute nicht weniger als einen gravierenden Eingriff in unser Wahlrecht mit dem Ziel, Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments zu nehmen. Wir halten Ihre Gesetzesvorschläge für verfassungswidrig. Und das aus drei Gründen. Sie verstoßen erstens gegen das Verbot der Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts. Im Grundgesetz heißt es, niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Dieses Grundrecht wird aber verletzt, wenn der Gesetzgeber Menschen aufgrund ihres Geschlechts daran hindert, sich auf einen bestimmten Listenplatz für ein Mandat zu bewerben. Sie verstoßen zweitens gegen unsere Wahlrechtsgrundsätze, freie und gleiche Wahl. Ihr Vorhaben beeinträchtigt sowohl den Entscheidungsspielraum der Parteien bei der Listenaufstellung als auch die individuellen Chancen der einzelnen Bewerber. Sie verletzen drittens die Organisations- und Satzungsautonomie und insbesondere das Wahlvorschlagsrecht der Parteien. Nach welchen Erwägungen und Kriterien die Grünen, die CSU oder die FDP ihre Listen aufstellen, ist alleine Sache dieser Parteien und nicht Sache des Gesetzgebers. Ihre Vorschläge, Ihre rot-grünen Vorschläge stoßen also auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, übrigens auch in Brandenburg vom Parlamentarischen Dienst. Sie haben ja das dortige Gesetz als Vorbild genannt. Ich halte es aber abgesehen von den verfassungsrechtlichen Bedenken auch für politisch falsch. Dazu ebenfalls drei Gedanken. Erstens, was Ihr Paritätsgesetz bezweckt, ist nicht Gleichberechtigung, sondern es ist Ergebnisgleichheit. Sie wollen keine Hürden abbauen. Sie wollen keine Hürden abbauen, sondern Sie wollen Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung des Parlaments. Das ist aber nicht Ihre Aufgabe, sondern das ist das vornehmste Recht der Wählerinnen und Wähler in Bayern. Und in Bayern haben wir ein urdemokratisches Wahlrecht mit offenen Listen. Zweitens, es wundert mich insbesondere bei den Grünen, dass Ihnen der eklatante genderpolitische Widerspruch überhaupt nicht auffällt, indem Sie sich gerade verheddern. Einerseits wollen Sie die Stereotypen, Schubladen von Männchen und Weibchen aufbrechen, vertreten die Ansicht, dass das Geschlecht letztlich nicht mehr ist als ein soziales Konstrukt. Andererseits wollen Sie jetzt diese Geschlechterschubladen zum härtesten Kriterium unseres politischen Systems erhöhen. Sie überbetonen die Bedeutung des Geschlechts, Sie reduzieren Individuen auf dieses eine Merkmal. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht fortschrittlich, das ist altbacken, es ist geradezu reaktionär. Und drittens, und ich glaube, das eint uns hier alle, auch ich wünsche mir mehr Frauen im Parlament. Ich wünsche mir aber auch mehr Selbstständige. Ich wünsche mir mehr junge Menschen. Ich wünsche mir mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Wo fangen wir mit den Quoten an? Wo hören wir mit den Quoten auf? Die Bevölkerung in all ihren Facetten. Paritätisch abzubilden im Landtag ist nicht nur unmöglich, es ist auch nicht Sinn und Zweck des Parlamentarismus. Fazit, meine Damen und Herren, ein höherer Frauenanteil in der Politik ist unbedingt wünschenswert. Ihn durch wahlrechtliche Einschränkungen zu erzwingen, ist aber falsch. Auch ein gutes Ziel heiligt nicht die Mittel. Deswegen lehnt die FDP-Fraktion ihre Anträge ab.